begleitet mich heute ins Disneyland Paris. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog und einem neuen Anreisevlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe euch ja immer schon exzessiv im TGV mitgenommen und im Flugzeug und so weiter, aber im Auto noch nicht so wirklich oft. Ich fahre ja heute mit Brina zusammen mit dem Auto, also aus Deutschland. Ich bin noch in meiner alten Wohnung. Zum vorletzten Mal. Übrigens ist der jetzt auch bei mir eingezogen, aber nur vorübergehend. Der kommt ja dann wieder mit in die Schweiz, deswegen steht er dann an der Folie, aber ist der nicht cool? Gibt es ihn bei Shop Disney, aber ist ausverkauft. Wenn ihr sowas übrigens immer wissen wollt, was aktuell, wenn neues, coole Sachen bei Shop Disney sind, ich poste es mal direkt in der Story. Die Sachen kommen ja immer um 9 Uhr morgens und ich bin immer relativ schnell und poste es dann in meiner Story und dann bekommt ihr immer die Info, wenn solche coolen Sachen online kommen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Genau, ich fahre jetzt gleich los Richtung Luxemburg. Dort treffe ich Sambrina und dann fahren wir weiter. Und ja, ich nehme euch so ein bisschen mit bei der Fahrt, zeige euch vielleicht, wie das mit der Maut funktioniert. Und dann gehen wir heute Abend ins Village und wir schlafen heute im Ampart Hotel Torcy. Das zeige ich euch hier in dem Video. Und wir gehen heute asiatisch essen, also asiatisches Buffet in Chessy. Mal eine andere Möglichkeit außerhalb von Disneyland Paris was zu essen. Und das testen wir auch heute für euch aus. Also los geht's. So, ich bin in Luxemburg angekommen. Schaut mal, wer da ist. Genau, wir treffen uns immer hier an einem Park and Ride Parkplatz und fahren dann mit einem Auto weiter. Was ja auch mal ganz gut ist, tanken in Luxemburg ist immer ein paar Cent günstiger und man kann auch hier Kaffee kaufen und Tabak und Sekt und so weiter an den Tankstellen. Ja, wir fahren jetzt weiter, nehmen die Strecke über Belgien und dann erst nach Frankreich, denn die ist ein bisschen günstiger von der Maut. So, wir sind jetzt hier an der ersten Mautstation und bei den ersten Mautstationen muss man erstmal ein Ticket ziehen. Damit die Mautstation weiß, wie weit man gefahren ist. Und deswegen. Oh Gott! Ja, du bist ein bisschen zu viel gefahren. Das ist nicht mein Auto. Jetzt. Ich hab's. So, in meiner nächsten Mautstation muss man das wieder reinstecken und dann wissen wir, was wir für einen Maut bezahlen. Wie gesagt, ich fahr Brinas Auto. Ich bin die Maße nicht gewohnt. Das Ausmaß. Das Ausmaß. So, wo müssen wir jetzt hin? Da rechts. Wenn ihr auf die Mautstation jetzt zufahrt, muss nach da schwenken kurz, könnt ihr entscheiden, ob ihr mit Karte oder mit Bargeld zahlt. Wir fahren jetzt zur Karte. Aber kleine Info, man kann überall mit allem eigentlich bezahlen. Ja, also außer, nee, hier kannst du, glaube ich, nicht mit Kleingeld bezahlen. Ich glaube, da ist auch ein Schlitz. Wir gucken gleich. Aber ja, könnt euch entscheiden. Weil ich bin schon mal zur Karte gefahren, dann hat es meine Karte nicht genommen, dann musste ich auch mit Geld bezahlen. Okay. Und ganz links gibt es übrigens dieses Beep and Go. Das ist so ein Gerät, was man sich kaufen kann. Und ja, dann können wir einfach durchfahren und dann wird es automatisch von der Karte abgezogen. Hatte ich mir nie zugelegt. Kostet ja auch mehr. Daniel hatte das mal, aber irgendwann hat er es verlegt, hat er gesagt. Ja, ich finde es nicht mehr. Deine Karte ist da. Ganz einfach wieder die Karte reinstecken. So. 9,70 Euro. Ach du liebe Goethe. Karte ran. Und dann weiter geht's. Ja, wie angekündigt, sind wir jetzt bei, ich glaube, es heißt Wok Etoile. Ist tatsächlich so 10 Minuten mit dem Auto entfernt vom Disneyland Paris, von den Disney Hotels. Wir sind am Moxie vorbeigefahren, also relativ zentral in Chessy. Hier gibt es auch genügend Parkplätze. Ja, jetzt gehen wir mal rein. So, ich mache jetzt mal einen Schlenker auch durchs Buffet. Hier gibt es einen Schokoladenbrunnen und das sind Desserts. Ich glaube, es ist alles auf Französisch beschriftet. Also man muss hier ein bisschen gucken, was das ist. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Hier gibt es irgendwie, hier steht Glacés. Also wahrscheinlich kann man das Eis mit solchen Sachen toppen. Hier gibt es auch verschiedene Sachen mit so Gummibärchen und verschiedenen Keksen. Hier ist das Eis. Hier gibt es super viele verschiedene Sorten. Ich weiß noch nicht, was kostet, das finden wir auch noch heraus. Hier gibt es Vorspeisen, die Salate. Genau, sieht auch richtig interessant und gut aus, muss ich sagen. Hier gibt es dann frittiertes, Kalamari,
ich weiß es nicht, Frühlingsrollen-Nuggets. Das sind so Krabben und das weiß ich wieder nicht. Aber ich bin da relativ offen und probiere gerne Neues. Das sind solche Garnelen, ja. Tempura-Garnelen. Hier gibt es auch Pizza für die Kinder, Fertzi und Pfannkuchen. Was haben wir hier? Wahrscheinlich Dumplings. Ja. Richtig cool. Oh, liebe ich auch. Also richtig geil. Champignons, Fleischbällchen. Also hier kommt ihr jetzt mit verschiedenen Fleisch mit Soßen. Hier auch nochmal auch Gemüse. Ich glaube, das sind Ribs. Ja, Garnelen. Sehe ich hier Fisch, gebratene Nudeln, gebratener Reis. Poulet, also das versteht man. Poulet ist Hähnchen. Und ja. Dann kann man auch sich, also es gibt auch Sushi, was ich auch liebe. Richtig gut. Viele verschiedene Sushi-Sorten. Und dann gibt es dieses, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, man kann sich hier einen Teller nehmen und hat eine Zahl am Tisch und dann wird das für einen gebraten. Ja, also ihr habt ja alles im Prinzip roh. Das könnt ihr euch dann hier zusammenstellen und dann abstellen beim Grillmeister und dann grillt er das im Prinzip für euch. Gibt es hier und auf der anderen Seite gibt es das auch nochmal. Genau, hier ist es mariniert tatsächlich. Ja, Fisch. Hier gibt es auch noch verschiedene Krabben und Schnecken und Muscheln und Austern anscheinend. Esse ich aber nicht. Ja, also die Auswahl ist echt enorm. Hier gibt es Obst. Hier gibt es nochmal Dessert, hier gibt es Macarons und Donuts und ja. Ich glaube, da in der Mitte war ich auch noch nicht. Hier gibt es auch nochmal Sushi. Nigiri, auch Sommerrollen haben sie auch. Ich flipp aus. Ich gehe heute nicht mehr weg. Hier gibt es Miso-Suppe, auch sehr lecker. Probiere ich auf jeden Fall auch. Weißen Reis. Und da haben wir noch verschiedene Soßen. Das war's. Fangen wir mal mit der Miso-Suppe an und Dessert. Sushi. Also Sushi war schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Sommerrollen waren in Ordnung. Haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber Sushi war schon mal sehr gut. Jetzt gucke ich mal, was ich mir als nächstes hole. Achso, und ich hatte die Miso-Suppe. Die hole ich mir immer nochmal. Die war extrem lecker. Hier könnt ihr mal die Preise sehen, soweit ich es verstehe. Also auf jeden Fall abends und am Wochenende kostet es 20,80 Euro. Es gibt auch ein Mittagsmenü für 14,50 Euro, wahrscheinlich unter der Woche. Und dann halt auch die Kinder zahlen weniger. Getränke sind aber exkludiert. Ich hatte jetzt ein paar frittierte Sachen. War ein bisschen zu viel Frittiertes. Ja, die waren jetzt in Ordnung, haben mich jetzt nicht umgehauen, aber ich hatte auch ein paar Dumplings. Die waren ganz gut. Ja, ich hätte jetzt als Dessert nicht mehr ganz so viel. Ich hatte dieses Kokosding, was man in die Mikrowelle macht. So 30 Sekunden bis eine Minute. Das war jetzt nichts. Ansonsten hatte ich mir was mit Schokobrot geholt, mit ein bisschen Melone. Ich liebe ja Schokobrot, liebe immer. Und für 20 Euro kann man hier echt nichts sagen. Klar kommt noch das Getränk dazu, aber sagen wir mal mit Trinkgeld sind wir bei 25 Euro. Wenn man das jetzt mal vergleicht, was man so ein bisschen für ein Buffet bezahlt. Und wie gesagt, das ist ein Katzensprung, wenn ihr im Auto habt. Ja, würde ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir fahren jetzt ins Village. Da nehmt ihr euch jetzt mit der Kamera nicht so arg viel mit, weil ja, wir lernen durch die Shops laufen. Es wird eine extra Merchandise-Video geben. Und da zeige ich euch das neue Merchandise. Wir werden, und danach fahren wir ins Apart Hotel Torsi, wo ich euch dann auch noch das Zimmer zeigen werde. Also wir sind jetzt hier im Apart Hotel angekommen, was da ist. Und hier ist ein großer Parkplatz. Ihr könnt hier kostenlos parken. Wir waren da hinten schon mal im The Originals. Das habe ich euch auch schon mal im Top 5 Video berichtet. Genau, und das Apart Hotel ist direkt hier nebendran. Hier gibt es auch, also da hinten gibt es Einkaufsmöglichkeiten, auch ein KFC in der Nähe. Genau, also ihr könnt auch hier theoretisch, Apotheke gibt es hier auch, Prina, ne? Ja. Prina hatte nämlich in dem Hotel da hinten letztes Jahr ihre Zecke. Und da war sie dann irgendwo hier in der Apotheke und hat sich eine Zeckenzange gekauft. Ja, also hier gibt es alles im Umkreis. Grüße an Nina, die nicht mitgegangen ist. Wir haben jetzt unser Zimmer bezogen und ich bin echt positiv überrascht. Also wie gesagt, wir sind im Apart Hotel in Torsi. 165 Euro haben wir jetzt zu zweit bezahlt für 2 Nächte. Und ja, das Bad ist schön geräumig, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich habe gerade schon zu Brina gesagt, wir haben schon schlechter übernachtet. In viel kleineren Hütten. Also... ja, wir haben zwar nur 2 Handtücher, 2 große, aber
Man kann bestimmt an der Rezeption noch nachfragen, aber ich habe auch immer eins dabei. Genau, der Rezeptionist war super nett. Hier ist ein richtig großer Spiegel für meine OOTDs. Und dann? Ich habe meinen Deppich vergessen. Und dann ist hier eine Küche. Hier eine kleine Kochfeld, Dunstabzugshause, Mikrowelle. Hier habt ihr einen Wasserkocher, zwei Tassen, Gläser. Hier habt ihr auch noch ein bisschen Geschirr. Also alles da, was man so braucht. Dann haben wir hier einen kleinen Essenstisch. Ja, und das ist unser Bett. Hier werden wir nächtigen. Hast du Fenster aufgemacht oder war das offen? Okay. Ein bisschen nach Krankenhaus. Ja, draußen sieht es ein bisschen aus nach Krankenhaus, aber ich hatte jetzt wirklich Schlimmeres erwartet. Außen sieht es nicht so schön aus wie jetzt die Zimmer. Ich war hier schon mal. Ja. Und da war es wirklich. Also, wir hatten ein ganz langes Zimmer, noch länger als das hier, doppelt so lang bestimmt. Und stand einfach nur das Bett unten, ja. Dann viele Meter nix, dann so eine alte Kochnische. Ja. Und dann das Bad, aber das ist wunderschön. Ja, und wie gesagt, 165 Euro für uns beide, für zwei Nächte. Die Entfernung, wir sind jetzt 15 Minuten aus dem Village mit dem Auto gefahren. Also ja, Torsi ist immer eine gute Anlaufstelle. Gibt viele gute Hotels hier und das Apart-Hotel, muss ich sagen, hat mich jetzt positiv beeindruckt. Wie gesagt, der Rezeptionist hat, als er gehört hat, dass wir Deutsch sprechen, hat auch mit uns Deutsch angefangen zu reden, war super nett. Und von außen sieht es tatsächlich unscheinbar aus und nicht ganz so vielversprechend, aber jetzt die Zimmer, muss ich sagen, echt gut. Also ich bin happy. Ja, damit beende ich jetzt diesen Vlog. Wenn ihr die nächsten Tage natürlich mit dabei sein wollt, dann schaltet wieder ein. Es gibt einen Princess Celebration Vlog, es gibt einen Sonntagsvlog, Merchandise Vlog, Muni zeig mal. Ja, ihr seht ja alles in den nächsten Tagen und Wochen. Und hier verabschiede ich mich jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.